Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Individualität, das ist heute unser Thema. Egal ob die Frisur oder auch die Kleidung, wir alle wollen uns jeden Tag zu etwas Besonderem, Einzigartigem machen. Das Gleiche können Sie auch mit Ihrer Wohnung tun. Wie Sie diese ganz individuell gestalten können, das zeigen wir Ihnen heute. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Glänzend, Kupfer ist der Trend bei der diesjährigen Weihnachtsdeko. Einzigartig, wie sich ein Teppich individuell Ihrem Leben anpasst. Und eingespart, so halten Sie Ihre Energiekosten niedrig. Den Bodensee zu Füßen und das in der eigenen Wohnung, schwer vorstellbar, aber möglich. Es ist oft schwierig, den passenden Teppich mit dem richtigen Muster oder der richtigen Farbe zu finden, denn von der Stange passt das meist nicht zu Ihrer Einrichtung. In Immenstadt am Bodensee können Sie jedoch Ihre Teppiche ganz individuell gestalten lassen. Welche Möglichkeiten es gibt, das sehen Sie im folgenden Beitrag. Was fällt Ihnen an diesen Vorher-Nachher-Bildern auf? Was hat sich geändert? Oft vernachlässigt ist hier der Teppich der Blickfang. Allerdings keine gewöhnlichen Teppiche von der Stange, sondern individuell auf die Wohnungseinrichtung abgestimmte Teppiche. Zu finden gibt es solche Teppiche nicht in großen Möbel- oder Einrichtungsgeschäften. Diese Einzelstücke werden in Immenstadt am Bodensee entworfen und dann in einem Werk in Portugal ohne Kinderarbeit gefertigt. Die Standardmaße, die es im Handel gibt, die passen oft nicht so zwischen Sofa und Fernsehsessel. Dann möchte der Kunde die Möbel, die er hat, hervorheben durch den Teppich, aber nicht überladen. Also der Teppich soll praktisch harmonisch sich einfügen und vielleicht dann doch das ein oder andere Hinguckerchen noch geben. Das heißt, man kann dann ein Modell entwerfen und schickt es dann nach Stuttgart. Dort wird eine Zeichnung gemacht. Dann kriegt der Kunde ein PDF von mir geschickt oder ich gehe noch mal zu ihm hin oder er kommt her. Und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Was könnte man noch verändern? Da noch ein Strich, dort noch ein Blümchen, egal was. Und so wird der Teppich langsam zum Bildnis und dann gefertigt. Den richtigen Teppich für die Wohnung zu finden ist oftmals schwierig. Während Möbel, die Küche oder das Bad heute individuell gestaltet werden können, nimmt der Teppich oft eine untergeordnete Rolle ein. Dabei ist alles möglich, ob passend zur Zimmerfarbe, zu den Möbeln, zu den Bildern an der Wand oder zum persönlichen Hobby. Meistens kommt der Kunde zuerst zu uns und erzählt von seinem Problem, was wir eigentlich immer lösen können, weil man mit den Farben, die wir standardmäßig da haben, etwas kombinieren kann. Man sucht sich eine Grundfarbe aus, die zum Interieur passt und macht dann noch irgendwelche Streifen oder auch mal hoch-tief, Puzzle, irgendwas. Oder der Kunde ruft an und ich schaue mir zuerst die Wohnung an, wo es dazu passen muss. Dann schauen wir, ob wir Farben finden. Man kann auch Sonderfarben anfertigen. Neben der Farbwahl spielt zudem die Größe eine Rolle. Auch hier kann der Teppich individuell angepasst werden. Je nach Gestaltung und Größe kostet ein persönlicher Teppich ab 430 Euro aufwärts. Regen, Sturm, Schmuddelwetter, der Herbst ist einfach da. Am liebsten würde man sich bei diesem Wetter einfach nur in die eigenen vier Wände zurückziehen und es sich gut gehen lassen. Was es alles zu beachten gibt, rund um das Haus und im Haus, das sehen Sie jetzt in den News. Grundstückseigentümer müssen den Gehweg vor ihrem Haus von Herbstlaub befreien. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, können sie schadenersatzpflichtig gemacht werden. Die Pflicht besteht auch dann, wenn das Laub von Bäumen stammt, die der Gemeinde gehören. Eine Kommune darf die entsprechende Straßenreinigungspflicht auf Anlieger übertragen, wenn diese das Laub bei regelmäßiger Reinigung einfach entfernen können. Zu einer Ausnahme kommt es, wenn die Mengen nicht zu bewältigen sind. Mieter können die Wände in ihrer Wohnung so bunt gestalten, wie sie möchten, zumindest solange sie in der Wohnung wohnen. Bei Auszug müssen die Wände wieder weiß sein, das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Der Schadenersatz für diese Schönheitsreparatur fällt auch an, wenn sie laut Vertrag eigentlich gar nicht renovieren müssten. Der Vermieter hingegen darf seinen Mietern nicht vorschreiben, dass die Wände über die Dauer des Mietverhältnisses weiß bleiben müssen.
Bei energetischen Modernisierungen kann der Mieter erst ab dem vierten Monat wegen Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Baulärm und Dreck die Miete mindern. Vorausgesetzt, die Baumaßnahme schränkt den Mieter in seiner normalen Wohnungsnutzung weiterhin ein. Die geänderte Mietminderung gilt nur bei energetischen Modernisierungen, durch welche nachhaltig Energie gespart wird. Das kann beispielsweise der Einbau neuer Fenster oder einer neuen Heizung sein oder durch die Dämmung der Fassade. Ebenso muss der Mieter eine Installation von Solar- oder Lüftungsanlagen 3 Monate lang tolerieren. Liebe Zuschauer, ob Sie es glauben oder nicht, in 6 Wochen ist schon Weihnachten, das Fest der Liebe. Aber auch jetzt können Sie Ihre Wohnung schon richtig schön auf die Adventszeit vorbereiten. Die neuesten Trends, die zeigen wir Ihnen nach der Werbung. Wenn es im Herbst draußen früher dunkel wird, brauchen Sie auch mehr Licht. Außerdem gibt es noch andere Energiekosten wie Heizung und so weiter, die steigen. Die Stromkosten gehen nach oben. Welche Möglichkeiten es gibt, einzusparen, das zeigt Ihnen jetzt unser Experte. Was haben wir für Energiekosten einsparen, bietet sich vor allem im Haushalt an, eher auf die kleineren, nicht investiven Maßnahmen zurückzugreifen. Nehmen wir jetzt ein relativ gutes Beispiel für den Winter. Die Heizung wird wieder angeschaltet. Das heißt, da ist auch eine Pumpe im Keller, die entsprechend Strom benötigt. Da haben wir noch ganz viele Haushalte, die sagen wir, hier sicher 70-80% Einsparung oder 70-80 Euro Stromkosteneinsparung pro Jahr realisieren könnten. Also ich sage, eine gute Maßnahme jetzt für den Winter. Andere Sache ist das Thema Wäschetrockner. In vielen Haushalten wird es sehr stark genutzt. Das, was im Endeffekt vor 20 Jahren wir an Energie verbraucht haben, verbrauchen wir heute auch. Es liegt am Wäschetrockner, alles hat sich besser geworden, hat man eingespart und die Mehrkosten gehen da drauf. Man kann sagen, pro Trockenvorgang etwa 1 Euro Energiekosten, also wenn man darauf verzichten kann, wäre es sicher nicht schlecht. Dritte Maßnahme, auch wieder passend zur Heizung, warum nicht sagen, Heizung zu dämmen, die ganze ungedämmte Heizleitung, auch jeder Meter ungedämmt, so zwischen 2 und 4 Euro Energiekosten pro Jahr, das muss nicht unbedingt sein. Oft wird uns Männern nachgesagt, dass wir keinen Sinn für Adventsdeko haben. Ob Sie es glauben oder nicht, selbst meine Wohnung erstrahlt inzwischen in voradventlicher Stimmung. Ich glaube, wir Männer werden oft unterschätzt. Welche Trends es in diesem Jahr Richtung Advent und Weihnachten gibt, das weiß unsere Expertin. Nicht mehr lange und wir können unsere Räume wieder weihnachtlich gestalten. Was die Advents- und Weihnachtsdekoration in den eigenen 4 Wänden betrifft, können Deko-Fans in diesem Jahr aus vielen angesagten Trends wählen. Also die Trends von den Farben her sind ganz klar Kupfer, Gold und Silber, Edelmetalle, die wirklich Glanz und Wärme in jedes Zuhause zaubern. Und das Ganze unterstrichen mit Lichterketten, Lichteffekte, die man zu jede Dekoration auch zum Erstrahlen bekommt. Auch der Wald spielt in diesem Winter eine große Rolle, beispielsweise in Form von Tieren wie Hirschen, Eulen, Füchsen oder Rentieren. Die Erdtöne, welche in diese Szenerie gehören, haben ihren Ursprung in der Natur. Holz, Kork, Wolle, Leinen oder Filz sind die bestimmenden Materialien in diesem Jahr. Rot, Gold, Grün wird immer das klassische Element bleiben an Weihnachten. Aber es ist ja auch schön, man ist frech und kombiniert es eben dann auch mal mit Gold, Silber. Im Prinzip ist alles machbar. Man sollte sich da ausleben und seine Vielseitigkeit leben. Damit grobe Materialien einen festlichen Touch bekommen, werden sie jetzt im Stilbruch mit Glänzendem kombiniert. Angesagt ist auch eine kühle und puristische Kombination aus Silber und Weiß, mit Wintertieren, Kugeln oder Sternen, oft überzogen mit Raureif oder Glitzer. Regeln bei der Weihnachtsdekoration gibt es nicht. Erlaubt ist, was gefällt.
Liebe Zuschauer, merken Sie sich also, Kupfer ist in diesem Jahr die Farbe für die Advents- und Weihnachtszeit. Weihnachten ist auch kommende Woche für uns. Dann dürfen wir Sie hier in einem komplett neuen Studio mit neuer Dekoration und neuem Boden empfangen. Warum ist für uns Weihnachten? Wir selbst wissen gar nicht genau, was uns erwartet. Also, seien Sie hoffentlich genauso gespannt wie wir. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.